Schönen guten Tag. Sie sind Immobilieneigentümer, möchten Ihr Haus, Wohnung oder auch Grundstück gerade selbst verkaufen ohne einen Immobilienmakler? Dann habe ich 9 Tipps für Sie oder besser gesagt Fehler, die Sie nicht machen sollten, um den bestmöglichen Preis zu erzielen. Der passende Preis, diesen zu finden, das ist auch die Herausforderung ständig und stetig eines Maklers. Aber auch für Sie, lieber Eigentümer, wenn Sie Ihr Objekt nun selbst verkaufen möchten, ist es nicht ganz einfach, den passenden zu finden, dass am Ende auch wirklich sich der richtige Kunde oder besser gesagt auch Käufer bei Ihnen melden wird. Wie Sie das am besten machen, dazu wird es nochmal ein gesondertes Video geben, das werden Sie dann hier oben anklicken können. Ansonsten kann ich Ihnen jetzt nur auf den Weg mitgeben, setzen Sie den Preis nicht zu hoch, aber natürlich auch nicht zu tief an. Das ist aber einer der meist häufigsten Fehler. In diesem Video jetzt soll es nur um generelle Fehler gehen. Wie wir dieses Problem lösen, mache ich in der nächsten Woche ein Video drüber. Wenn Sie persönlich sich ein Haus kaufen würden oder auch eine Wohnung oder auch ein Grundstück, spielt eigentlich keine große Rolle, dann würden Sie doch ein Stück weit erwarten, dass dieses Objekt, das Sie dann besichtigen, aufgeräumt ist. Das heißt, dass es nicht unordentlich oder auch dreckig ist oder viele Dinge, sage ich mal, ein Stück weit einfach nicht am richtigen Ort und Stelle sind. Also, was kann ich Ihnen mit auf den Weg geben? Wenn Sie Ihr Objekt zum bestmöglichen Preis verkaufen möchten, richten Sie es einmal schön her. Das bedeutet nicht unbedingt immer gleich, dass Sie aufwendige und teure Sanierungen durchführen, aber dass Sie trotzdem an der Stelle versuchen, das Bestmögliche aus den wenigsten, sage ich mal, Mitteln herauszuholen. Der vorangenannte Punkt ist super wichtig für diesen Punkt jetzt, damit Sie schöne Fotos erstellen können, dann ist es wichtig, dass Sie das Objekt vorher einmal schön hergerichtet haben. Und in dem Zusammenhang die Fotos, die Sie jetzt schießen, nicht einfach nur einmal aus der Hüfte heraus mit Ihrem Handy fotografieren und mitten im Raum stehen, sondern an dem Punkt auch sich an einen guten und günstigen Punkt im Raum stellen und das Foto vielleicht sich ein bisschen Zeit dafür nehmen und auch einmal überlegt, daran gehen, von wo könnte der beste Winkel sein, und vielleicht machen Sie nicht nur ein Foto, sondern gleich mehrere Fotos und wählen dann am Computer danach einmal aus, welches Foto Ihnen persönlich als Suchkunde an der Stelle mit am besten gefallen würde. Hier noch der kleine Zusatztipp: Setzen Sie bitte keine Fotos rein von irgendwelchen schönen Blumen, die Sie im Garten haben, oder von zum Beispiel einer Deko, die Sie innerhalb des Hauses haben, wo Sie nur diese einmal abfotografieren, zum Beispiel eine schöne Wanduhr. Das sind keine Fotos, die am Ende des Tages für den Käufer meistens relevant sind, sondern Sie sollten eher darauf Acht geben, dass Sie versuchen, weniger Fotos zu nehmen, aber mit diesen Fotos so gut wie möglich versuchen, Ihre Immobilie zu präsentieren. Sicherlich hat auch Ihr Haus eine schöne Geschichte, und in dem Zusammenhang möchten Sie die gerne verpacken und als Exposé oder auch ähnliches mit dem Suchkunden auf den Weg geben. Achten Sie hier aber bitte darauf, dass Sie es ein wenig faktenbezogen belassen, weil am Ende ist es nicht wichtig, wer in diesem Haus geboren wurde, zumindest meistens nicht, außer es ist vielleicht eine sehr bekannte Persönlichkeit oder aber auch wer im Endeffekt in diesem Haus vielleicht mal gelebt hat eine Zeit lang. Das alles sollte versucht werden, aufs Minimum gekürzt zu werden, nichtsdestotrotz schön verpackt. Und in dem Zusammenhang suchen Sie auch alle Ihre Unterlagen zusammen. Das heißt, wenn Kunden sich dann auf eBay Kleinanzeigen oder auch Immobilien Scout oder welcher Plattform auch immer Sie Ihr Objekt einstellen, melden, dann sollten Sie diese Sachen sofort parat haben und die im besten Fall auch digital versenden können. Dazu wird es auch nochmal ein gesondertes Video geben, welche Unterlagen Sie dann alle vorbereiten sollten. Jetzt haben Sie mit Ihrem Exposé, was Sie online haben, und auch den Fotos die ersten Leute überzeugen können und vor allem auch mit Ihrem Preis. Und die Leute melden sich und sagen: Mensch, diese Immobilie möchte ich mir gerne einmal angucken kommen. Na, dann erstmal herzlichen Glück an der Stelle. Es gehört jetzt aber eine ganze Menge dazu, um den Kunden richtig davon zu überzeugen, dass Ihr Haus auch das Passende für ihn ist. Und da an der Stelle merke ich immer wieder, dass die Leute zu persönlich werden. Ja, das heißt, versuchen Sie diese Besichtigung so geleitet wie möglich oder zielführend machen. Das heißt, nicht kreuz und quer über die Etagen durchgehen oder erst durch den Garten, dann erstmal nochmal vielleicht drin das Wohnzimmer, dann gehen Sie wieder raus in den Garten, sondern versuchen Sie eine gewisse Struktur in diese Besichtigung hineinzubringen
und aber auch nicht alles zu erzählen. Das bedeutet ganz klar, wenn Sie zum Beispiel einen Wasserschaden irgendwo gehabt haben, dann sollten Sie solche Dinge erzählen, weil dazu sind Sie verpflichtet. Aber Sie müssen jetzt nicht erzählen, naja, diese Wand hier zum Beispiel, die ist ursprünglich mal grün gewesen, jetzt haben wir sie doch vielleicht in rot gestrichen und der nächste vielleicht wollen Sie sie in blau streichen oder ähnliches. Das sind Themen, über die sollten Sie vielleicht nicht zu ausführlich in den ersten Besichtigungen sprechen, sondern das Ganze vielleicht ein Stück weit auf ein Minimum halten. Die Wahl, welcher Kunde denn zu einer Besichtigung eingeladen wird, ist sicherlich keine einfache. Und hier an der Stelle ist es durchaus etwas zielführend für Sie, wenn Sie sich etwas Zeit schon mit den Leuten am Telefon nehmen und aber auch über einen E-Mail-Kontakt, weil an der Stelle merken Sie schon relativ genau, wer der Kunden dann wirklich Interesse hat oder wer einfach nur zum Gucken kommen möchte. Und bestimmt haben Sie Spaß daran, Ihr Haus fremden Menschen zu zeigen, aber am Ende des Tages ist es Ihre Zeit und auch die Zeit des potenziellen Käufers. Also versuchen Sie, diese Zeit so gut wie möglich für sich einzuteilen und vielleicht unnötige Besichtigungen, die dann nicht zielführend sein werden, zu vermeiden. Was ich leider immer wieder beobachten musste bei Leuten, die privat versucht haben, selber zu verkaufen, sie haben sich die Zügel aus der Hand nehmen lassen. Das bedeutet, am Ende des Tages sind sie immer noch Herr des Hauses und können bestimmen, wer da rein darf und wer nicht. Also lassen Sie sich nicht mit sich Ping-Pong spielen, sondern versuchen Sie, dem Ganzen eine gewisse, ich sag mal, Härte zu verleihen, nichtsdestotrotz immer noch menschlich zu bleiben, aber gerade auch in dem Fall, dass Ihnen die Menschen, die in Ihr Haus zum Beispiel kommen, nicht auf der Nase herumtanzen und einfach wild fremd in Ihrem Haus rumrennen und sich überall alleine umschauen. Versuchen Sie das so gut wie möglich gebündelt mit den Leuten zu machen und am Ende des Tages wirklich immer die Führung und auch, ich sag mal, das Zepter in der Hand zu behalten. Der Käufer muss nicht Ihr bester Freund oder geschweige denn überhaupt Ihr Freund werden. Es gibt immer wieder Leute, die ihre Häuser an Leute verkaufen möchten, mit denen sie sich auch privat gut verstehen könnten oder sich das vorstellen könnten. Am Ende ist es in den seltensten Fällen so, dass sie in diesem Haus nochmal persönlich vorbeikommen zum Kaffeekränzchen. Sicherlich, es kann sein, dass sie sich gut verstehen und dass es vielleicht zu einer langjährigen Freundschaft kommen kann und sich immer wieder mal auch in dem Haus treffen. Aber bitte versuchen Sie an der Stelle so neutral wie möglich unterwegs zu sein und mit dem Kunden, der sich für dieses Haus interessiert, sicherlich ein paar private Themen zu besprechen, aber Sie sollten nicht unbedingt in den ersten Besichtigungen oder auch Telefonaten über, wie sagt man so schön, Beziehung, Familie und an der Stelle dann auch Politik sprechen. Ja, warum eigentlich? Also, weil am Ende des Tages ist das meistens, dass man sich nochmal bei der Schlüsselübergabe und beim Notar sieht, aber dass man sonst nie wieder was in seinem Leben mit dieser Person zu tun haben wird. Das heißt, am Ende muss sich die Person, die das Haus kaufen möchte, darin wohlfühlen. Und Sie müssen nicht unbedingt an die besten Freunde oder auch Verwandten verkaufen. Einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden, ist zu lange mit dem Verkauf warten. Das bedeutet, ich mache es mal an dem Beispiel fest, Sie haben ein Objekt, was Sie für 250.000 Euro verkaufen möchten. Und Sie kriegen ein Kaufpreisangebot für diese 250.000 Euro schon am zweiten Tag. Dann kann man sicherlich der Meinung sein, vielleicht habe ich den Preis nicht richtig angesetzt und irgendwie ging alles ein bisschen zu schnell und ich möchte noch ein bisschen warten, vielleicht kriege ich von jemandem noch ein besseres Angebot. Nehmen Sie den Tipp sich zu Herzen, verkaufen Sie an die Person, die an der Stelle kaufen will. Weil meistens ist das die Person, die vielleicht schon lange auf so etwas gewartet hat und der nächste Käufer wird sehr lange auf sich warten lassen müssen und voraussichtlich nicht den gleichen Preis zahlen wollen. Das bedeutet meistens weniger zahlen und Sie gehen am Ende des Tages mit einer viel längeren Vermarktungszeit raus und auch mit weniger Geld. Genauso ist es sicherlich auch mit einem Kaufpreisangebot, was zum Beispiel in einer Dauer von, sagen wir mal, nach 2 Monaten eintrudelt und Sie haben vielleicht immer noch keinen Käufer, der sagt, die 250 zahle ich, sondern Sie haben zum Beispiel einen Käufer, der will 230.000 Euro zahlen. Dann gibt es sicherlich die Möglichkeit zu sagen, man wartet noch und versucht, das Objekt vielleicht noch auf mehr Seiten einzustellen oder ähnliches. Aber meistens stimmt dann vielleicht mit Ihrem Preis schon etwas nicht, wenn diese eine Person, die bereit ist, das Objekt zu kaufen, nicht zu dem Preis zu kaufen, für den Sie es angeboten haben. Also, alles in allem, der Schlüssel zum Erfolg ist eine schnelle Vermarktung, weil jedes Objekt, das lange im Internet ist, ist von den Suchkunden schon mehrfach gesehen worden. Das heißt,
Jeder kennt dieses Objekt dann schon, scrollt einfach nur dran vorbei. Und selbst wenn Sie den Preis nochmal nach unten schrauben und verändern, wird es voraussichtlich darauf hinauslaufen, dass der Kunde sich denkt, Mensch, das war letzte Woche noch für 250 drin, jetzt ist es für 230 drin, na dann warte ich noch eine Woche, vielleicht kostet es dann nur noch 210. Wenn Ihnen all diese Schritte zu viel sind und Sie Ihr Objekt nicht selber vermarkten möchten, weil Sie sich am Ende vielleicht doch nicht ganz wohlfühlen oder denken, Sie haben nicht die Expertise, die es benötigt, um ein Objekt professionell am Markt zu verkaufen, dann können Sie gerne mit mir einmal in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse finden Sie unten in der Beschreibung. Wir sind im Raum Berlin-Brandenburg unterwegs. Das heißt, wenn Sie dort Immobilien zum Verkauf haben oder aber auch gerne einfach mal wissen möchten, was Ihre Immobilie wert ist, dann kontaktieren Sie uns. Wir werten diese gerne einmal kostenfrei für Sie ein. Und wenn Sie am Ende doch nicht mit uns verkaufen möchten, dann ist das vollkommen in Ordnung. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Sollte das der Fall sein, dann lassen Sie mir doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, um das nächste Video nicht zu verpassen, wo es um das Thema gehen wird, wie lege ich den Preis meiner Immobilie richtig fest. Tschüss und bis zum nächsten Mal.